Mein Gott, Leute, ich wünsche das Spiel niemandem. Niemandem, wirklich. Gott, das ist das schlimmste Spiel gewesen. Ich hasse es aufzugeben, wirklich. Das ist das Schlimmste für mich, in einem Spiel aufzugeben. Ich bin sehr verbissen. Ich bin ein sehr verbissener Mensch. Wirklich, ich bin ein verbissener, sturer Mensch. Wirklich, ich beiß mich in alles rein. Aber das Spiel, das hat meinen Willen gebrochen. Meinen Willen zu kämpfen. Hallo Unge, glaub mir, es gibt ein Leben nach Polybridge 2. Und hier für dich und auch für alle anderen Polybridge-Geschädigten ein paar Spielalternativen, quasi Vorschläge von mir an dich und auch an alle anderen Polybridge-Geschädigten. Ja, nicht traurig sein, es gibt ein Leben nach Polybridge, glaub mir. Viel Spaß!
So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen, über das Polybridge 2 Trauma hinwegzukommen. Und ich verabschiede mich hiermit dann wieder. Und wir werden Kip dann wieder in einem der nächsten Spiele sehen, höchstwahrscheinlich in Splatoon oder in Ninjala. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.